Herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Mein Name ist Manne Krause, ich bin Tischlermeister und Autor für Holzwerken. In meinen Kursen bekomme ich immer wieder Anfragen zur Dominofräse und in diesem Video möchte ich die wichtigsten davon klären. Seit 2001 ist die Dominofräse auf dem Markt. Sie dient dazu, falsche Zapfen in Verbindungen einzufräsen. Das bedeutet, wir müssen nicht einen Schlitz und einen Zapfen mit der Säge anschneiden und ausstemmen, sondern die Maschine übernimmt es, in die eine Seite eine Nut einzufräsen und in die zweite eine damit korrespondierende Nut. Und die aus Buche gepressten Verbinder passen genau hinein und mit Leim, in Verbindung mit Leim, entsteht eine unheimlich haltbare und exakte Verbindung. Das passiert, indem wir den Motorblock nach vorne schieben, dann kommt vorne ein Fräser raus, der sowohl um sich selbst rotiert, als auch von links nach rechts sich bewegt. Das heißt, er macht diese Bewegung und kommt gleichzeitig nach vorne. Dadurch entsteht ein Langloch, in das eben der Flachdübel hineinpasst. In diesen Langlöchern verhindern die Flachdübel, dass sich die Werkstücke zueinander verdrehen können, wie sie es bei runden Dübeln tun könnten. Um exakt zu fräsen, müssen wir die Frästiefe einstellen in Abhängigkeit zu den Verbindern. Die gibt es in unterschiedlichen Größen und Stärken. Unterschiedliche Stärken bei den Verbindern, 8 mm, 6, 5, 4 mm, erzeugen wir bei der Fräse durch einen Werkzeugwechsel. Wir haben jetzt hier ein 5 mm Fräser eingebaut und der soll diese 5 mm Flachdübel einfräsen. Dazu müssen wir in Abhängigkeit von der Länge die Frästiefe einstellen. Das tun wir bei dem Gerät, indem wir hier an diesem Wählschalter eine vorgegebene Stellung einnehmen. Wir haben jetzt hier 15 mm gewählt. Das bedeutet, der Fräser kommt 15 mm aus der Maschine heraus. Hier vorne 15 mm raus. Das ist ungefähr die Hälfte, ein kleines bisschen mehr als die Hälfte des Flachdübels, der somit etwas über die Hälfte da drin verschwinden kann. Des Weiteren müssen wir einstellen die Fräshöhe, also die Materialstärke, in welcher Höhe soll die Fräsung stattfinden. Das passiert, indem wir einmal eine Auflagefläche schaffen, indem wir, wenn wir den Winkelanschlag abklappen, können wir den in Abhängigkeit zum Fräser einstellen. Das wiederum passiert, indem wir einen kleinen Schritt lösen und die Maschine rauf und runter ziehen. Und hier können wir voreingestellte Größen vorwählen. Ansonsten lässt sich das auch stufenlos einstellen. Nach Feststellen der Höhe wird es hier wieder verriegelt und das gewährleistet, dass an beiden Werkstücken die Fräsung auf gleicher Höhe liegt. Das heißt, nach Zusammenstecken wirklich alle Werkstücke in einer Ebene liegen. Das große Plus der Dominofräse ist die Möglichkeit, exakte Fräsungen zu einer Kante auszurichten. Auf der Vorderseite der Maschine sind links und rechts in exaktem Abstand zum Fräser, in exakt gleichem Abstand zum Fräser, kleine Anschläge angebracht. Diese ermöglichen es mir, meine beiden Werkstücke in exakt dem gleichen Abstand zu einer Kante zu fräsen. Das bedeutet, wenn wir uns das hier angucken, der Dübel hier drin passt ganz exakt rein und wenn wir beide Werkstücke zusammenstecken, ist vorne diese Kante mit dieser Kante bündig. Wenn wir jetzt die nächsten Fräsungen wieder genauso exakt ausführen müssten, würden wir Schwierigkeiten bekommen oder müssten weitere Anschläge nutzen. Da greift die Dominofräse ein anderes System auf. Wir können mitten markieren durch einen Strich auf beiden zusammengelegten Werkstücken. Und da die Maschine anlegen,
auf der es ebenfalls Mittenmarkierungen gibt. Ein weiterer Pluspunkt der Dominofräse ist dieser Wählschalter. Wir können hiermit die Fräsbreite wählen. In einer Einstellung haben wir in Abhängigkeit zum Fräser eine exakte Frästasche, wo der Verbinder ganz genau reinpasst. In einer zweiten Einstellung können wir die Frästasche ein bisschen größer machen. Das bedeutet, wir müssen bei unseren beiden Werkstücken nicht unbedingt wieder ganz exakt die nächsten Fräsungen vornehmen, sondern können sie etwas breiter machen und die Verbinder haben links und rechts etwas Platz, sodass wir nicht knatsch ganz genau fräsen müssen. Die erste Fräsung wird gewährleisten, dass die beiden Werkstücke exakt zusammenpassen. Die zweiten werden als Leimfläche zur Verfügung stehen und auf jeden Fall nicht drängen. Wenn ich jetzt das zusammenstecke, kann man genau sehen, vorne der erste passt genau und gibt die Richtung vor und die anderen flutschen einfach zusammen, sodass wir eine ganz genaue Eckverbindung haben. Das lässt sich wie hier bei Gärungsverbindungen machen. Dazu verstellen wir den Anlagetisch auf 45 Grad und können dann ganz einfach das so ansetzen und 45 Grad fräsen. Die Möglichkeit, unterschiedliche Frästaschenbreiten zu wählen, machen wir uns zunutze, sobald wir zum Beispiel auch eine Korpusverbindung herstellen wollen. Ich habe hier eine Korpusecke, das ist die senkrechte Korpusseite, gezeichnet mit dem Tischlerdreieck und der Deckel dazu. Und der Vorteil ist das schnelle Bearbeiten jetzt. Wir nehmen die Zeichenseite als Anlagefläche für unseren kleinen Stift, der neben dem Fräser rauskommt, und alle anderen Fräspunkte markieren wir uns durch Striche auf der Kante. Wir werden also drei zusätzliche Fräsungen einrichten. Oberstes Gebot ist wieder, wir müssen die Werkstücke sichern gegen Verrutschen. Das können wir hier in der Vorderzange und auf dem Werktisch mit zwei Zwingen. Ich muss natürlich wieder den Anlagetisch auf 90 Grad stellen. Ich habe eine Materialstärke von 20 mm eingestellt und die Frästiefe von ungefähr 15, was unseren Verbindern entspricht. Ich kann jetzt alle Fräsungen nacheinander durchführen, selbstverständlich mit Staubsaugeranschluss und Gehörschutz. Jetzt setze ich einfach an. Auf dieser Seite fange ich an, das ist die Zeichenseite. Ich lege den Anschlag an und fräse die erste Fräsung mit exakter Einstellung. Die gleiche korrespondierende Fräsung lege ich an diese Seite an. Durch Verstellen der Frästaschenbreite kann ich jetzt die nächsten Fräsungen vornehmen. Ich habe jetzt alle Fräsungen für diese Eckverbindung vorgenommen. Dabei habe ich für die letzten sechs Fräsungen jeweils eine Mittenmarkierung von der Fräse
mit meinen Bleistiftstrichen in Einklang gebracht. Da die über beide Werkstücke gezogen waren, korrespondieren die wieder richtig miteinander. Es kann passieren, dass man bei der Handhabung in dieser Art und Weise wenig Anlagefläche hat. Die Maschine braucht ein bisschen Gefühl, dass wir es auch wirklich waagerecht halten. Da hilft ein Zusatzmodul, welches hier angeschraubt werden kann. Wenn wir das also häufiger machen, setzen wir einfach einen Zusatztisch drauf. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Verbinder einmal auf Probe zusammenzustecken, um zu gucken, ob unsere Fräsung gelungen ist und wirklich passig sein wird. Bei diesen Fräsungen haben wir das Spiel, da setze ich sie einfach mittig rein. Die erste Fräsung, die exakt ist, kann ich nicht variieren. Ich kann das jetzt zusammenstecken und sehe, habe hier eine fast bündige Fläche. Der Rest wird mit dem Hobel verputzt oder verschliffen. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie wir einen Massivholzrahmen miteinander verbinden mit diesen Fremdfedern. Dazu wechsle ich jetzt den Fräser, um eine andere Stärke für die Nuten erzeugen zu können. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie wir einen gesamten Rahmen miteinander verbinden mit den Verbindern. Das wird ungefähr so aussehen. An diesen Positionen werden die Verbinder sitzen. Ich habe vorher die Rahmenteile gekennzeichnet, sodass wir sie immer wieder so zusammenlegen können, wie sie gehören. Und ich lasse es so liegen, damit ich nicht beim Fräsen durcheinander komme. Das sind alles identische Ecken, aber wir wollen sie so zusammenfräsen, wie sie nachher zu liegen kommen. Ich fange mit dieser Ecke hier an. Ich möchte also hier fräsen und hier. Jetzt muss ich die Fräse immer an der Außenseite des Rahmens anlegen mit den Taststiften. Der jeweils nicht gebrauchte wird dann immer eingeklappt. Leg die Werkstücke zurück und nimm die nächste Ecke vor.
Ich habe jetzt alle Fräsungen durchgeführt und jetzt können wir die Teile mit den Verbindern zusammenstecken. In alle Hirnenden stecke ich die Verbinder zuerst rein. Normalerweise wird Leim angegeben und die Zapfen in die korrespondierende Fräsung geschoben. Und Sie sehen, wir haben hier oben eine ebene Fläche, also unsere Referenzfläche liegt wirklich in einer Ebene und die Kanten sind so bündig, dass sie mit ein klein wenig Verschleifen oder Überhobeln ihre Funktion tun und als Tür zum Beispiel fungieren können. Ich habe Ihnen die Funktionsweise der Dominofräse vorgeführt. Dieses nicht ganz günstige Gerät ist das einzige in dieser Bauart auf dem Markt und vielleicht, obwohl für Profis gedacht, ist es ja auch für Ihre Werkstatt sinnvoll einzusetzen. Ich wünsche Ihnen, sollte es dazu kommen, viel Spaß damit bei schönen Projekten in Ihrer Werkstatt. Tschüss! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.